ausgedacht haben für diese Konzertreihe. Und die drei Herren, das sind, vielleicht könnt ihr ja mal aufstehen, Alexander Görler vom Debattenmagazin The European, Alexander Steinbach, der Direktor vom Deutschen Sinfonieorchester Berlin und Kuki, der Inhaber und Chef von Kuki. Die Idee hinter 30 Minuten, hinter dieser Konzertreihe, die also nun tatsächlich in den nächsten Monaten weiterhin Folgen haben wird, die Idee, wie gesagt, dahinter war, wie mir erklärt wurde, folgende. Es gibt viele Menschen, die so viel arbeiten, dass sie keine Zeit haben, ins Konzert zu gehen. Es gibt viele Menschen, die so viel arbeiten, dass sie keine Lust haben, abends ins Konzert zu gehen. Ich persönlich bin ja sehr froh, dass es so viele Menschen gibt, die so viel arbeiten. Also ganz im Ernst. Und dann haben sich die drei gedacht, Mensch, machen wir eine Veranstaltung, die kurzweilig ist und zeitlich überschaubar mit sozialen Komponenten, zu denen man einlädt und keiner weiß, was am Abend gespielt wird. Und dadurch werden vielleicht diese hart arbeitenden Menschen inspiriert, vielleicht auch zu anderem Anlass nochmal ins Konzert zu gehen. Und heute Abend ist die Premiere und die beginnt mit einem Streichquartett.